OnePlus Nord CE 5G versus Xiaomi Poco F3, welches Produkt ist besser? Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. Im Bereich Design gewinnt das Poco F3 eindeutig mit 53 zu 38 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: Spritzwasserfestigkeit und 0,1 mm dünner. Das OnePlus Nord CE 5G hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 26 Gramm leichter, 2,9 mm schmaler, 4,5 mm kürzer und 5,2% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Poco F3 mit 74 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 3,7% größere Bildschirmgröße, besitzt bruch- und kratzfestes Glas, 33% bessere Bildwiederholungsrate, hat ein Display für HDR 10+, und Bildschirm ist immer an. Das OnePlus Nord CE 5G hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 3,8% höhere Pixeldichte und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Poco F3 mit 86 zu 82 Punkten knapp vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 15,8% schnellerer Prozessortakt, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 617 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 27 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite, 6 Speicherkanäle mehr, 4 GB größerer Speicher und einer Unterstützung für neuere DDR-Arbeitsspeicherversion. Das OnePlus Nord CE 5G kann auch punkten mit folgenden Vorteil: 4 GB mehr Arbeitsspeicher. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das OnePlus Nord CE 5G mit 74 zu 72 Punkten sehr knapp vorne. Es punktet hier mit folgendem Vorteil: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung. Das Poco F3 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 25% mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, eine Blitz-LED mehr und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Poco F3 deutlich mit 37 zu 31 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Das OnePlus Nord CE 5G hat auch etwas vorzuweisen mit folgendem Vorteil: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Poco F3 haarscharf mit 61 zu 60 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: 0,4% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Poco F3 deutlich mit 90 zu 82 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 6,2-fach schnellere Downloads, 14,3-fach schnellere Uploads, hat einen Infrarotsensor und unterstützt Wi-Fi 6. Ergebnis. Das Xiaomi Poco F3 liegt in der Gesamtwertung mit 79 eindeutig vor dem OnePlus Nord CE 5G mit 65 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Und falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum.
Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.